Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. An seine geliebte Tochter Lutzde Maria. 14. April 2020. Mein geliebtes Volk. Empfangt meinen Segen in dieser Zeit, in der die Menschheit von der Krankheit gegeißelt wird. Die Selbstzüchtigung des Menschen in Zeiten der Krankheit ist keinesfalls vergebens, denn dies wurde euch als Gelegenheit zur Vorbereitung geschenkt. Aber so wie auch diese Krankheit die Menschen überrascht hat und sie unvorbereitet getroffen hat, so werde auch ich es tun. Ich werde meine Ankunft nicht vorher ankündigen und ich werde euch nur um die Belange der Welt besorgt vorfinden. Ihr werdet mich verschmäht haben und mir mein Königreich entrissen haben. Einige werden vom Bösen hereingelegt worden sein und andere werden meinem Weg weiter gefolgt sein. Einige werden Frucht hervorgebracht haben und andere die Früchte des ewigen Lebens. VGL Joel 15, 3-5. Ich bat euch, euch mit mir in meinem Sieg über das Kreuz zu vereinigen, aber trotzdem entfernt ihr euch von mir und nehmt freudig die Neuheiten an, die euch der Dämon präsentiert und mit denen er euch hereinlegen will. Die Zeit dieser Generation wird bald vorüber sein und deshalb werden Rebellion und Widerstand auf der ganzen Erde an der Tagesordnung stehen und alltäglich werden, vor allem gegen den Glauben, gegen alles was spirituell ist, gegen die Hoffnung, gegen die Nächstenliebe und gegen alles was für das Allgemeinwohl, die Brüderlichkeit und die Wahrheit förderlich ist. Mein Name wird verachtet werden, selbst von den meinen. Ich werde aus den Altären verschwinden und man wird euch dazu aufrufen, meine Mutter zu vergessen und zu leugnen, dass sie vor dem Thron der hochheiligen Dreifaltige für euch interveniert. Ihr werdet euch in einer neuen Kirche wiederfinden, die Neuheiten eingeführt hat, die nicht dem Dekalog, ANM, die Zehn Gebote und den Sakramenten entsprechen. Neuheiten, die allesamt von der Freimaurerei ausgehen und die mit ihrer weltlichen Macht noch allerlei mehr Abscheulichkeiten ausspuckt. So zahlreich sind die weiß getünchten Gräber, VGL MT 23, 27, die meine Kirche aushöhlen, so zahlreich sind die Wölfe, die sich nun nicht einmal mehr in Schafspelze kleiden, um sich vor meinen Treuen zu verstecken. Mein geliebtes Volk, ich bitte euch dringend in meiner Liebe zu bleiben. Wie viele lösen sich doch von ihr. Mein geliebtes Volk, entfernt euch nicht vom Evangelium und nehmt keine falschen Doktrinen an, die euch auf Abwege führen und die von der nicht zu verhindernden Apostasie in meiner Kirche gestützt und gestärkt werden. Ihr wurdet über die Krankheiten des Leibes und die Krankheiten der Seele aufgeklärt, damit ihr euch nicht hereinlegen lasst. Ihr müsst erkennen, dass die Mächte, die Satan dienen, meine Kirche ausrotten wollen, um ihre Abscheulichkeiten über ihr auszuspeien. VGL MT 24, 15-35, Dan 11, 31 und 12, 11, mein Volk hat bereitwillig falsche Ideologien angenommen und einen Weg eingeschlagen, auf dem es schnell transzendente oder mystische Erfahrungen machen kann, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Gerade so, als ob man diese Erfahrungen mit mir auf jedem beliebigen Markt an den Höchstbietenden verkaufen könnte. Euch ist nicht klar, dass ihr eine durch den Dämon angefachte Revolution erlebt, mit Auswirkungen auf meine Kirche, die Gesellschaft, das Bildungswesen und die Politik. Diese Revolution ist sehr passiv, still und leise vorangeschritten und hat euch mehr und mehr mit falschen Erfahrungen fehlgeleitet. Ahnungslose Geschöpfe, denen auch noch der Glauben fehlt, sind so leicht zu entwurzeln. Die Herrschaft des Dämons über die Menschen ist nicht mehr fern und das nur, weil der Mensch ihm mit seinem Verhalten Tor und Tür geöffnet hat. Es ist wichtig, dass der Dämon noch eine Weile zurückgehalten wird und ihr wisst sehr wohl, wer dies für euch tut. Ihr wisst, wer ihn zurückhält. Mein Volk, ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein, denn die Apostasie in meiner Kirche kommt von euch. Deshalb bat ich euch aufmerksam zu bleiben, stark im Glauben und mir treu zu sein, damit ihr nicht verloren geht. Vergesst auch nie, dass meine Mutter auch eure Mutter ist. Stärkt euch im Glauben, betet zu jeder Zeit, VGL F6, 18,
Betet, wie ich es euch gelehrt habe, bleibt treu und lasst es zu, schwach zu werden, wenn euch Krankheit befällt. Lasst es zu, dass euer Körper und Geist schwach und wehrlos werden, meine Kinder. Wo ist der Glauben, den ihr predigt? Es kommen noch schwerere Seuchen und Pandemien auf euch zu, genauso wie mein Haus es euch vorausgesagt hat. Aber ihr habt nicht gehört und nun wird dies eurer körperlichen Gesundheit viel abverlangen. Meine Kinder, Erdbeben häufen sich, wegen der negativ beeinflussten und beschädigten Erdumlaufbahn. Das Magnetfeld der Erde hat sich verändert, und ihr wurdet nicht davor gewarnt. Aus dem Weltall erreichen euch externe Kräfte, die das Magnetfeld verändern und das Feuer aus dem Erdkern zur Oberfläche hin anziehen. 2. Seid vorsichtig, meine Kinder. Schwere Erdbeben werden die Erde und ihre Bewohner erfassen. Mein Volk, ich lasse euch nicht im Stich, niemals. Das Bewusstsein der Menschen ist nicht stets dasselbe, es verändert sich ständig, bis es endlich diesen liebevollen Bettler erkennt, der an die Türen eurer Herzen klopft. Seid geduldig und verzweifelt nicht. Seid Liebe, wie ich es bin, und konzentriert euch allein auf mich. Das Feuer meines Heiligen Geistes wird immer dann neu entfacht, wenn meine Kinder seinen Weisungen folgen. Keins dieser Geschehnisse soll euch verzweifeln lassen, denn mein Haus achtet stets auf mein Volk. Ich liebe euch unendlich. Euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. 1. Veränderung des Magnetfelds, welches die Erde umgibt, mehr lesen. 2. Das Erwachen der Vulkane, mehr lesen. Kommentar von Lutz de Maria. Brüder und Schwestern in Christus. In der aktuellen Situation, in der wir leben, warnt uns unser geliebter Herr eindringlich. Er sagt uns, dass sich die Rebellion gegen den Heiligen Geist zuspitzt, denn er ist in einem jeden von uns gegenwärtig, und wenn der Mensch sich auf das Böse erst einmal eingelassen hat, widersetzt er sich ihm und lässt nicht mehr zu, dass er ihn erleuchtet. Brüder und Schwestern, das, was wir nun erleben, ist ein Vorgeschmack auf alles Folgende und auf das, was sich jetzt noch versteckt hält. Aber die Liebe Gottes existiert und sie wird niemals erlöschen. Das Geschöpf kann die Liebe seines Schöpfers an sich ziehen, wenn es ihn erkennt, ihn liebt, ihn sucht und ehrlich Reue empfindet. Die göttliche Barmherzigkeit existiert ebenfalls und sie lässt nicht zu, dass ihr Volk ewig dem Spott seiner Feinde ausgesetzt sein wird. Wir wissen, dass Gott stets die Oberhand behalten wird und nach dem Sturm immer die Ruhe einkehrt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir verletzliche Geschöpfe sind, sowohl spirituell als auch körperlich. Lasst uns deshalb wachsam bleiben, damit nicht im letzten Augenblick noch die Feinde der Seele uns überwältigen können. Amen.